Ich habe hier noch ein etwas bedrückenderes Video gefunden. Wie ihr vielleicht wisst, der eine Dude von den Real Life Guys, sein Name war Philipp, genau. Philipp hat ja einen Tumor in der Brust und ich finde das sehr, 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 sehr krass. Ich habe mich auch vorher zu den Videos, ich habe mir die privat angeschaut, nicht im Stream, weil ich das Gefühl hatte, dass das ein bisschen pietätslos ist. Auf der anderen Seite ist es schwachsinnig, weil er offen darüber Videos macht, was ich sehr, sehr stark finde und sehr, sehr crazy einfach, dass er das so offen kommuniziert. Ich würde mir das gerne jetzt einfach kurz mit euch reinziehen und ja, ich hatte auch ein bisschen die Sorge, dass mich das vielleicht ein bisschen zu sehr im Stream mitnimmt, muss ich ehrlich sagen, weil sowas geht mir immer sehr nah. Hey Leute, ich wollte euch heute nochmal ein ganz kurzes Update geben zu meiner Gesundheit. Weil mich einfach so viele von euch gefragt haben, wie es mir im Moment geht. Vielen, vielen Dank dafür, dass euch das so interessiert. Ich war jetzt auch nochmal beim Arzt gewesen und der hat auch nochmal mit dem Ultraschall geguckt nach dem Tumor. Im Moment sieht es gar nicht so gut aus. Aber ja, scheiße, Mann. Es mir eigentlich richtig schlecht gehen. Ich habe so eine Wassereinlagerung irgendwie am Herzen, weil der Tumor eben auch ein bisschen das Herz angreift. Mhm. Allerdings merke ich davon, ehrlich gesagt, so gut wie gar nichts. Ich habe manchmal so ein leichtes Stechen im Herz, das geht dann aber wieder ganz schnell weg und war jetzt auch schon die letzten 2 Wochen oder so überhaupt nicht mehr da. Ich finde das so krass, wie faktisch und offen er darüber spricht und ganz ehrlich mit uns kommuniziert, dass er da keine Ängste hat und sowas. Was soll ich sagen? Ich finde das sehr, sehr stark. Ich finde das sehr, sehr, sehr stark. Es ist super, super schade. Aber das ist eine sehr, sehr tolle Message, die er da nach außen trägt. Und ich finde das super, super schön, dass er da so offen drüber reden kann. Da bin ich echt mega dankbar, dass es mir im Moment so gut geht. Das Krasse ist, dass der Arzt mir gesagt hat, dass ich jederzeit eigentlich tot umfallen kann. Krass. Wegen dieser Wassereinlagerung. Und dass ich auch sonst es mir eigentlich viel, viel schlechter gehen müsste. Schaut mich dann aber immer an und meint so, ich weiß bei dir, dass dein Gott dich da irgendwie durchträgt. Und er glaubt sogar auch an irgendwie übernatürliche Dinge, weil er einfach schon so viel erlebt hat. Was mich einfach mega ermutigt hat und wo ich einfach richtig, richtig dankbar auch für eure ganzen Gebete bin. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das spannend findet, wenn ich nochmal mit dem Arzt rede und es für euch filme. Die ARD war diesmal mit beim Arzt, also der Fernsehsender, und hat alles dokumentiert, also den Ultraschall, die Ergebnisse, die haben alle Unterlagen von mir bekommen. Da es ja ein paar Leute gab, die auch in den Kommentaren angezweifelt haben, dass ich im Moment überhaupt krank bin. Wie gesagt, ist es einfach ein krasses Wunder, dass es mir so gut geht im Moment. Ich bin da wirklich unglaublich dankbar dafür. Ich bin auch wirklich sehr dankbar dafür, wenn ihr weiter für mich betet, damit einfach die Beule jetzt auch noch weggeht. Weil im Moment habe ich hier echt noch eine ziemlich dicke Beule. Das fühlt sich auch nicht so gut an, wenn ich das von außen irgendwie berühre. Demnächst kommt hier auf dem Kanal nochmal ein Video von einem Roadtrip, den ich jetzt gemacht habe, einfach um nochmal ein bisschen so zur Ruhe zu kommen. Da war ich mit der Jeanette unterwegs. Das kommt die nächste Woche wahrscheinlich raus, wenn ich fertig bin, das Schneiden. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ganz viel Love und Stärke weiterhin. Ganz viel Kraft für dich, deine Familie und alle, die dich surrounden. Und ja, es ist immer sehr krass zu sagen, gute Besserung in so einem Fall, aber man kann ja tatsächlich jetzt nicht mehr sagen als, hey, alles Gute weiterhin. Ich hoffe, das stehst du durch. Ich finde es schön, dass du so viel Glück in deinem Glauben gefunden hast, dass dir der Glaube so viel Kraft gibt und dich da durchträgt. Das freut mich wirklich für dich und dass du etwas hast, an dem du dich halten kannst. Das finde ich sehr, sehr schön und ich wünsche dir da weiterhin echt alles Gute, Mann, ehrlich. Bis dann. Ganz viel Liebe von mir, meiner Community. Liebe Grüße, euer Philipp. Tschüss. Süß. Süß, süß, süß.